Liebe Geschwister, ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen zu dieser vermissenden Veranstaltung. Und dieses herzlich willkommen kommt vom Herzen, bei Allah, dieses herzlich willkommen kommt vom Herzen. Ich gönne mir Jannah, bei Allah, ich gönne mir Jannah. Und ich gönne mir auch, dass ich am Yawm al-Akhirah sicher bin. Und ich gönne mir auch Ibadah, und ich gönne mir auch Iman und Taqwa und Tawakkul zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das alles gönne ich meine Geschwister auch. Soll ich euch etwas richtig Beschämendes sagen? Etwas wirklich sehr Beschämendes, wir haben wirklich nichts zu lachen. Bei Allah, wir haben nichts zu lachen. Homosexuelle haben es geschafft, in diesem Land vom Altar zu heiraten. Was haben wir geschafft? Was haben wir geschafft? Sollte sich jeder selber fragen. Wer von uns hat zum letzten Mal gesagt, Alhamdulillah, ya Rabbi, für meine Gesundheit? Ich lobe dich, mein Herr, dass du mich gesund gemacht hast. Ist dir, wie schnell Krankheit über uns kommen kann? Es geht ganz schnell, Achim. Ein Verkehrsunfall. Eine Sache beachtest du nicht. Vielleicht bist du den Rest deines Lebens gelähmt. Subhanallah. Ich habe gemerkt, wie undankbar ich bin. Auf dem Weg hierhin zu euch sind wir bei einer roten Ampel gefahren, an Gleisen vorbei. 5 Sekunden danach kam der Zug. Ich hätte vielleicht nicht daran gedacht zu sagen, Alhamdulillah, mein Herr, dass der Zug mich nicht überfahren hat. Ich bin ehrlich zu euch, ich muss nichts verstecken. 5 Sekunden danach, 5 Sekunden später, wenn wir vielleicht jetzt nicht mehr heute hier angekommen. Wenn wir uns hier verstecken und so tun, als die Religion was Schlimmes wäre, kein Wunder, dass man uns wie Verbrecher behandelt. Wenn ich so hinter der Maschine, oh, hoffentlich sieht der Chef mich nicht, wenn ich bete. Wenn ich so hinter der Maschine hin und her hampel, dann denkt er noch, ich hab was geklaut. Wir tragen die Wahrheit mit uns, das Licht. Gibt's nichts zu verstecken, gibt's nichts zu verbergen. Sei doch stolz, Subhanallah. Dass du die Wahrheit tragen darfst. Dass Allah dich auserwählt hat. Da muss es in dir brennen vor Freude, dass du dazugehören darfst. So wie es in der Jahiliya uns gefreut hat, wenn wir unter Jugendlichen cool Macho genannt worden sind. Oder der Mutige, oder der Erste war eine Mutprobe. Muss es sich jetzt noch viel mehr stolz machen, dieser Religion. Viel mehr stolz machen. Allah gibt uns Befehle. Allah will, dass wir ihn gehorchen. Allah will, dass wir nehmen das, was er uns gegeben hat. Und wir lehnen es ab. Der Mensch lehnt ab. Und dankbar zu Allah subhanahu wa ta'ala für diese alle Gaben, die Allah gegeben hat. Allah gibt dir so viel, Achim. So viele Sachen. Und verlangt 5 tägliches Gebet. Und der Mensch weigert sich zum Gebet. Dass er wenigstens einmal sagt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aber es Lob gebührt dir, Allah, für alles. Dass du dein Herrn lobst, dass du dein Herrn erwähnst. Alle Seelen müssen den Tod kosten. Jeder musste gehen bisher. Es ist keiner geblieben. Nicht mal Gesandte. Nicht mal diese gesegneten Menschen durften hier auf dieser Erde bleiben. Auch für uns gibt es keinen Aufschub. Und der Tag steht schon fest. Du hast schon viele Blätter abgerissen von deinem Kalender. Tageskalender, wieder abgerissen, er war so voll. Jetzt hängen da nur noch ein paar Blätter dran. Vielleicht nur noch eins oder gar keins. Nutze deine letzten Stunden, mein Bruder, meine Schwester. Nutze deine letzten Stunden. Denn es wird ein Tag kommen, lass dich 60 und 70 Jahre alt werden, an dem du 50.000 Jahre vor Allah stehen wirst. Und 50.000 Jahre wegen 60, 70 Jahre befragt wirst. Wie danken manchmal Menschen, andere Leute, was bei denen eine kleine Sache in dieser Dünger gegeben haben. Eine kleine Sache. Danken wir den Menschen, danken. Die vergessen ihn das nie. Allah hat dir, Achi, alle Gaben, die du besitzt, hat er ihm gegeben. Er hat dir das Leben gegeben. Aber du hast es vergessen. Du hast vergessen, dass Allah dir erlaubt zu leben. Du hast vergessen, dass Allah der Grund ist, dass du vielleicht morgens wach wirst. Aber wenn ein Mensch hier 5 Euro gibt, oder irgendwas, ein Sofa schenkt, oder ein Auto, wenn einer jetzt kommt, und er schenkt dir ein Auto, du vergisst ihn das nie. Doch du vergisst den Herrn der Welten, der Grund dafür ist, dass du alles hast, was du besitzt. Allah gibt und vergibt. Der Mensch nimmt
Friedrich. Jeder von uns wünscht sich, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu dir sagt, udkhul fi ibadi wa udkhul li jannati. Jeder wünscht sich das. Jeder wünscht sich, dass Allah sagt, tritt ein unter meine Diener in meinen Paradiesgarten. Keiner von uns wünscht sich das Höllenfeuer. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, im edlen Koran, ثم لا يموت فيها ولا يحيى. So gibt es kein Sterben und kein Leben. Kein Sterben und kein Leben. Könnt ihr euch das vorstellen? Etwas dazwischen, zwischen Sterben und Leben. Oh mein Gott. Denkt an alles, was ihr wisst. Wenn ein Bruder verheiratet ist, soll man seine Frau jetzt nehmen. Wenn eine Schwester verheiratet ist, soll sie an ihren Mann denken. Brüder, die jetzt Kinder haben, sollen ihre Kinder anschauen, wenn ich hier sind. Brüder, die ihre Kinder nicht da sind, denkt nicht an eure Kinder. Wie sehr ihr sie, wie gerne ihr sie habt. Wenn die Brüder nicht verheiratet sind, sollen ihre Mütter denken. Wie gerne haben wir unsere Mütter. Wie gerne leben wir unsere Mütter. Wenn die erkrankt sind, rufen wir Mama. Bitte, ich denke, denen geht es nicht gut. Wie gerne hast du deinen Vater, denk jetzt an deinen Vater. Hast du sie alle vor dir? Denkst du gerade an die anderen? Kannst du sie bildlich sehen? Mutter, Vater, Kinder, Frauen. Du sterben wirst, Bruder, weil die kommen mit dir. Die werden deine Begräbnis folgen, auch wenn du vielleicht schlecht warst. Die werden dir folgen. Aber weißt du, nur bis sie einschränken, bis zum Grab. Danach werden sie kehren. Danach machen die anderen schon zurück. Dann bist du allein. Für die Jugendlichen sage ich eine Sache. Vielleicht geht es da rein, da raus. Aber vielleicht für denjenigen, der ein bisschen Verstand besitzt, bleibt es hängen, inshallah. Achte sehr auf deine Freunde. Und das ist der Ratschlag des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, nicht mein Ratschlag. Nicht, dass irgendjemand sagt, ich sage das. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat es gesagt. Denn wisse, derjenige, der dich zum Schlechten ruft, ist kein Freund. Egal wie er sich nennt, egal was er macht, und egal wer er ist. Er ist kein Freund. Bei Allah, er ist kein Freund. Er ist ein Übeltäter. Und derjenige, der die Wahrheit ans Herz legt, und sei sie noch so bitter, und wisse, dass das hier zu erfahren, in diesem Leben, tausendmal besser ist als drüben. Nimm es an. Sei mit ihm. Und wende dir jeden Tag etwas davon, was dir nicht passt. Lass dich weiterbringen in deinem Leben. Wisse, dass dieser Mensch dich nach vorne bringt. Und dass alle Menschen, die dich nicht auffordern, Gutes zu tun, das Schlechte zu unterlassen, dass sie dir nichts bringen. Wisse, dass derjenige, der dich dazu antreibt, weiter zu rauchen oder dir nichts sagt oder weiter Musik zu hören und Diskotheken zu gehen und Freunde zu haben, all diese Leute sind keine Freunde. Aber derjenige sagt, weißt du, Bruder, schiebe dich für Allah, aber das, was du machst, ist nicht gut. Du musst von diesem Mädchen wegkommen. Das ist vielleicht ein Ticket zur Hölle. Das ist dein Freund. Das ist ein wahrer Freund. Vielleicht manche nehmen die Sache nicht richtig ernst und sehen die Sache belustigt oder wie auch immer. Aber wird der Tag kommen, wo sich diese Leute, die das nicht ernst genommen haben, sich gegenseitig vorgreifen werden und werden sagen, du hast mich gerufen zum Schlechten. Nein, du hast gerufen. Ja, Allah, er war es. Und dann wird sagen, nein, er war es. Gegenseitig werden sich das Schlechte vorwerfen.